Bedrohung hat weltweit zugenommen. Der rote Knopf wurde nun gedrückt und innerhalb weniger Minuten wird deine Stadt von einer Rakete getroffen, die Millionen von Menschen tötet. Selbst wenn du den direkten Einschlag überlebst, die weiteren Folgen in den nächsten Tagen, Wochen oder möglicherweise Jahren stellen eine große Gefahr für deine Gesundheit dar. Du hast nur Minuten, um die richtige Entscheidung zu treffen und wir sind hier, um dir zu helfen. So überlebt man einen Atomraketenangriff. Um ihren explosiven Punch zu entfalten, benötigen Atombomben Kernspaltung. Wasserstoffbomben hingegen setzen auf Kernfusion. Wenn du denkst, dass ein solches Horrorszenario etwas ist, das man nur in einem apokalyptischen Film sieht, bedenke. Auf der Welt gibt es etwa 13.000 dieser Massenvernichtungswaffen, von denen sich 90% im Besitz von Russland und den USA befinden. Welches ist der beste Ort, um sich sicher zu verstecken? Welche Körperhaltung würde dich vor der Explosion schützen? Und warum solltest du nach der Explosion auf Haarconditioner verzichten? Schritt 1. Renne so weit weg wie möglich. Die Auswirkungen einer Atombombe können verheerend sein, aber wichtig ist die Entfernung. Wenn ein 140 Kilotonnen Oschi explodiert, wäre der primäre Detonationsradius etwa 400 Meter. In diesem Radius wäre auch die höchste Strahlenkonzentration zu verzeichnen, die sich dann schnell über 3 Quadratkilometer ausbreiten würde. Die Mortalität in diesem Gebiet läge bei 90%. Je höher man ist, desto schlimmer die Auswirkungen. Die Druckwelle würde in einem Radius von etwa 44 Quadratkilometern erhebliche Zerstörungen anrichten. Massive Zerstörungen an Gebäuden, Feuer und Trümmer überall. Hinzu kommt die Hitzewelle. Jeder, der das Pech hat, sich in einem Umkreis von 87 Quadratkilometer zu befinden, würde sofort Verbrennungen dritten Grades erleiden, während er zusehen muss, wie alles um ihn herum in Flammen aufgeht. Sobald du weißt, dass deine Stadt das Ziel einer Atomrakete ist, hau ab! Schon ein Kilometer kann den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Schritt 2. Schutz finden. Du stehst im Fadenkreuz, aber nicht alle Hoffnung ist verloren. Social Media und Nachrichtenagenturen haben dich im Voraus informiert. Suche ein Betongebäude auf und gehe, wenn möglich, in den Keller. Zimmer ohne Fenster sind die sichersten Orte. Findest du keine, decke die Fenster ab oder bleibe weit weg von ihnen, um nicht mit Glasscherben geduscht zu werden. Verharre dort für mindestens eine Woche. In dieser Zeit kommt der meiste nukleare Fallout runter. Schritt 3. Schütze dein Gesicht. Leider konntest du vor der Explosion keinen Schutzraum erreichen und es hat dich draußen erwischt. Lasse dich sofort mit dem Gesicht nach unten auf den Boden fallen. Verstecke die Hände unter dem Körper. In dieser Position kann dein Gesicht etwas vor Hitze und Trümmern geschützt werden. Und egal wie weit entfernt und neugierig du bist, starre niemals direkt in die Explosion. Der Blitz kann dich vorübergehend blenden. Schritt 4. Duschen. Nach der Explosion musst du so schnell wie möglich deine Kleidung ausziehen und duschen, um radioaktives Material loszuwerden, das auf dir haftet. Schrubbe aber nicht zu stark, das könnte deine Haut verletzen und Giftstoffe in die Wunde einbringen. Nutze Seife für den Körper und Shampoo für die Haare, aber benutze keinen Conditioner. Denn dieser enthält kationische Tenside, die radioaktive Partikel in deinem Haar einfangen. Schritt 5. Ein Radio. Die Auswirkungen der Rakete waren schrecklich. Brände, Trümmer und verkohlte Leichen überall. Wegen der elektromagnetischen Impulswelle der Atomexplosion gibt es keinen Strom oder Internet mehr. Daher ist ein Radio die beste Wahl, um Updates des Katastrophenschutzes zu empfangen. Dein erster Impuls könnte es sein, nach deiner Familie und deinen Liebsten zu suchen, aber du musst den Anweisungen folgen. Bleib erstmal, wo du bist und damit in Sicherheit, bis du anderweitige Instruktionen bekommst. Nuklearer Fallout bedeutet, dass verstrahlte Partikel überall niedergehen und durch Winde aufgewirbelt werden können. Könnte dies der Beginn des Dritten Weltkriegs sein? Du solltest besser anfangen, deinen Fluchtrucksack zu packen, aber was gehört da alles rein? Wir können dir helfen, einen Rucksack zu packen, um fast alles zu überleben.